Und damit willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Im letzten Part sind wir hier ein bisschen im Grün rumgerannt. Wir haben gesehen, wie Team Rocket mal eben irgendein Dragoso entführt hat. Obwohl, es ist ja freilich mitgegangen, aber, ne? Mich hat's schon an die merkwürdigsten Orte verschlagen. Ja, du stehst auch hier gerade in einem, ich sag jetzt mal, Nachthemd. Ja, Nachtmantel. Ja, es sieht, Rollenspieler Baldur, ja. Sagen wir nichts weiter dazu, ne? Eigentlich... Nee. Was ist das eigentlich? Ein Goldkin? Die Weiterentwicklung von Goldini oder was? Komm. Evoli, setz bis ein Happen von dem Fisch und dann geht das. Oh. Okay. Nehmen wir Doppelkick. Ein Volltreffer, super. Nein, so ein Bademantel halt so ein kurzer, ich weiß es nicht. Jetzt mal, so ein kurzer Bademantel. Mal ganz, nee. Die Gegner sind hier Stufe 35, fällt mir gerade auf. Es ist schon eine Nummer härter, ne, als sonst. Also, sonst waren immer so 10 Level Unterschied und jetzt sind die doch ganz schön, oh, da hauen die schon mal zu, ne. All meine Erfahrung hat mir nichts genützt. Ja. Mir auch nicht, weil ich stelle gerade fest, dumm hier lang zu gehen. Na, Nerd. Scheint sich mit Pokémon auszukennen. Aber wie steht's mit Naturwissenschaften? Ist es jetzt ein Nerd? Ist es ein Naturwissenschaftler? Was ist es jetzt? Es ist ein Tüftler. Tüftler Dario. Dann würde ich eher Informatiker sagen, oder? Statt Naturwissenschaften. Oh, ein Smogmog. Smogmog, Smogong. Smogon. 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 Smogmog war die Vorentwicklung, ne? Puh, will ich da reinbeißen? Boah, das war schon mal nicht schlecht. Schlammbad. Okay, den haben wir. Ich bekomme verdammt wenig Erfahrungspunkte, oder? Ah, was für ein Reinfall. Ja, und er hat sein Tablet fallen gelassen. Das wird teuer. Das ist ein ganz schön harter Boden hier, ne? X-Tempo. Junge, du bist blind. Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Egal. Hallo. Danke. Wieder in so einem Bademantel. Schlafmantel. Keine Ahnung. Es sieht komisch aus. Und das mitten in der Natur. Muss auch mal im Sommer dann mit einem Bademantel einfach mal in den Wald gehen. Weil, ganz im Ernst, im Winter sieht das noch komischer aus. Also wäre jetzt hier irgendwie so eine Winterlandschaft oder so, dann würde ich sagen, Alter, Junge, du sollst mal zum Psychologen. Au. Zum Psychologen gehen. Doppelkick? Okay, der Doppelkick, der bringt zwar was, aber. Der Hornbohrer, damit trifft er nicht. Das ist echt mein Vorteil. Ich glaube, der hätte mich sonst schon längst platt gemacht. Aber gut, meine Pokémon leveln. So ist es jetzt nicht, ne? Offenbar hat das Glück mich heute verlassen. Ja. Kenne ich. Also ich stelle mir jetzt hier mal ganz ehrlich so eine klitzekleine Frage, ja? Wo zum Teufel muss ich lang? Mautz, sie sind so süß. Mautz, Mautz. Okay. Gyrehanna fordert dich heraus. Gyrehanna setzt Mautzi ein. Los, Evoli, mach das Mautzi platt. Wobei das Mautzi sieht süß aus als ein Evoli und ich muss so ein blödes Evoli nehmen.
Voll doof. Aber gut. Noch ein Mauzi. Ja, ich meine, die Weiterentwicklung von Mauzi ist Nobilikat, wenn ich mich recht entsinne. Und da muss ich ja sagen, das finde ich ist ein elegantes Pokémon. Ja, wobei, klar, Flammiau oder Fuegro ist natürlich mein my absolutely favorite. Yes, of course, yes. So. Ach, noch ein Mauzi. Mensch. Und was hast du so für Pokémon? Ich setze nur Mauzis ein. Was ist mit der Vielfalt? Was ist, wenn dir so und so ein Gegner begegnet? Egal, Mauzis regeln das. Die sind einfach süß. Ach so, okay. Autsch. Hundertprozentig greift mich jetzt noch die andere an. Nö. Wir zeigen uns gerade gegenseitig unsere Pokémon. Willst du auch mitmachen? Jetzt ja. Lass mich raten. Mauzis? Gyrolayla. Nein, ein Pikachu. Ein Pikachu. Und liebe Leute, habt ihr schon den neuen Pokémon-Film gesehen? Der jetzt am 23.12.2018 um 8 Uhr auf Super RTL Deutschland-Premiere gefeiert hat. Ich noch nicht, aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn gesehen habt und ob er empfehlenswert ist. Wobei, vielleicht habe ich ihn jetzt dann zu diesem Zeitpunkt gesehen, ne, weil die Aufnahme ist ja vorher und das ist ja dann danach. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Gut, ich habe einen Riesenpilz gefunden. Yep, Sekunde, ich muss nur kurz zu meinen Füßen angucken, dann habe ich bestimmt auch irgendwo einen Pilz. Ich verrate dir was. Um einen Kampf zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Ha! Das sage ich auch immer, aber dafür muss man erstmal Mario Kart fahren können. Elektromusiker Gerrit. Gerrit, du hast Ahnung. Was ist das denn? Das ist ein weiterentwickeltes Evoli, oder? Ein Blitzer? Blitzer! Gut. Manche Leute, die werden einfach nicht geblitzt, weil Schneckentempo in Mario Kart 8 ist natürlich wieder so, ne? Aber egal. Nimm mal Verkehrsbehinderung. Evoli ist paralysiert. Ich glaub's ja nicht. Oh, danke, Evoli. Schön. Das auch noch überwunden. Genial. Ach, Evoli. Was würde ich nur ohne dich machen? Einen Pikachu nehmen. Ich bin ja mal ganz ehrlich, ja. Wir haben ja jetzt, Pikachu jetzt schon in Smash Brothers und in diversen anderen Spielen haben wir ja Pikachu jetzt auch schon gesehen. Wann kriegen wir eigentlich endlich einen Pikachu in Mario Kart, damit ich da mal mit dem fahren kann? Beziehungsweise wann ein Evoli, damit ich es mal endlich überfahren kann? Also überfahren. Oh, jetzt kommen hier die ganzen Evoli-Fans. Was bist du denn für ein Arsch? Danke. Eine goldene Sanana-Beere. Lernen macht Spaß, Pokémon zu trainieren aber auch. Tüftler Otto fordert dich heraus. Oh, ein Magnetillo. Machen wir nochmal ein Biss und dann muss ich mal wirklich wieder zurück, glaube ich. Och, lass doch mal diese Donnerblitze sein. Schön zubeißen, ne? Genau. Alles klar, sieht so aus, als sollte ich besser noch ein bisschen die Schulbank drücken. Ja, liebe Kinder, und das solltet ihr auch wirklich machen. Die Schulbank drücken ist nicht ohne. Klar, es gibt Leute, die sagen, ey, ich möchte YouTuber werden und das ist mein größter Traum. Und manche schmeißen dafür sogar ihre Schule, ihren Job und was weiß ich nicht hin. Aber
Gerade jetzt, wo Artikel 13 kommt, liebe Leute, ne, bedenkt das nochmal. Das könnte eure Existenz bedeuten. Und dann, vielleicht habt ihr keinen, der euch auffangen kann, der euch unterstützen kann. Und ihr seid dann wirklich komplett... ja, wie soll man das sagen? Verloren? Ich weiß jetzt nicht. Ja, verloren kann man sagen. Und das wäre natürlich extrem ärgerlich. Deswegen also überlegt euch das nochmal, ob ihr dann wirklich sowas machen wollt. Lieber die Schulbank drücken, eine ordentliche Ausbildung. Oh, Tro, warum kommst du jetzt mit so welchen Sachen? Weil er es gerade gesagt hat. Deswegen, es hat gerade gepasst. Es war also jetzt nicht vorher gedacht, dass ich sowas dann doch nochmal erwähne. Und dann ging mir halt durch den Kopf, stimmt, das machen einige und dann ja. Kann man das ja mal so zwischendurch nebenbei beiläufig erwähnen. Wobei es eigentlich ein separates Thema wäre, was man mal so behandeln könnte. Aber dafür, ja, habe ich nicht die Zeit, da irgendwie sowas Großes zu machen. Weißt du, was diese Fieslinge von Team Rocket getan haben? Sie haben Knogger entführt, die Mutter von dem kleinen Dragoso, um das wir uns jetzt kümmern. Ich glaube, keiner hat sie je wieder gesehen. Das dürfen die doch nicht einfach machen. Ah, jetzt habe ich die Antwort, was ich machen muss. Ich muss das Knogger finden von dem Dragoso. Und... ja. Das Kleine hat nur seine Mama gesucht. Und dann sollten wir das jetzt uns echt mal drum kümmern. Das geht ja gar nicht. Team Rocket, jetzt mal ganz im Ernst, ja? Dem Kind die Mutter wegnehmen? Ernsthaft, Team Rocket? Mal ganz im Ernst. Das ist ein definitives No-Go. So, was ist das? Unterführung verbindet Prismania City mit Lavandia. Was ist da drin? Wenn ich meine Arbeit doch nur nicht immer so ernst nehmen würde. Ich habe solch einen Durst, aber ich kann hier nicht weg. Jetzt eine Tasse Tee, das wär's. Halt, hier darf im Moment niemand durch. Okay, gut, wieder so ein Weg. So. Evoli steht der Mund offen. Es hat wohl etwas Merkwürdiges gesehen, gerochen, gehört. So. Perfekt. Dann gehen wir mal in die Höhle rein. In der Nähe von Prismania City wurde ein riesiges schlafendes Pokémon gesichtet. Und angeblich ist es nicht der einzige Tagträumer seiner Art in der Kanto-Region. Okay. Aha, da findet man wirklich Sachen. Ja, ich habe jetzt mal auf deinen Schwanz von dem Evoli geachtet. Das klingt auch irgendwie komisch. Ich habe auf den Schwanz geachtet. Will langsam gehen. Ja, wackel mit deinem Schwänzchen, genau. Mach mir den Propeller. Meint das ihr wohl jetzt gerade diesen Pokéball, der da lag? Ja, meint sie. Lockparfüm. Hier ist auch noch irgendwas. Nein, nicht das Dragoso. Ah, nee, Tauboga will anscheinend lieber schneller weiter. Okay. Gehen wir einfach mal schnell weiter. Achten wir jetzt mal nicht mehr auf Schwänze. Das Einkaufscenter von Prismania City ist so praktisch, weil es viele Waren im Angebot hat. Gehst du auch oft dorthin? Klar, ich komme jetzt gerade hier das erste Mal durch den Tunnel und das erste, was ich mache, ist natürlich hier Shopping. Shopping-Tour ist gleich das erste, was ich mache. Route 7. Hier haben wir nichts.
Aber ich würde sagen, was uns noch erwartet in Prismania City oder auf Route 7, das und vieles mehr erfahrt ihr im nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.